Ich begrüße euch, so wie gestern, wieder einmal zu einem neuen Video mit einem ganz brisanten und wichtigen Thema, welche auch unsere Mitglieder wissen müssen, denn es geht leider Gottes auf Telegram mit unserem Vereinsnamen, jedoch auch mit meinem persönlichen Namen eine Betrugsmasche ab. Diese Gruppen schwer zu finden sind, jedoch wir Informanten haben, welche uns heute wiederum telefonisch kontaktierten, um uns hinzuweisen bzw. uns auch zu fragen, ob wir mit Krypto, Bitcoin und so weiter etwas zu tun haben. Und wie unseriös wir nicht sein mögen, wenn wir das machen auf diese Art und Weise, welche Sie auf Telegram gesehen, gelesen haben. Ja? So, ich habe mich schon gestern aufgeregt, wenn die Kinderexperimente mehr oder weniger heute schon wieder, also es vergeht kein Tag, wo nicht irgendetwas Neues ist. Ich möchte euch nur eines sagen, ihr habt es den Titel sicherlich entnommen, bitte lasst euch auf keine Betrugsgeschäfte ein. Ja? Diese Fake-Profile, die es mit unserem Vereinslogo, Vereinsnamen, jedoch auch meinen persönlichen Namen gibt, in dem vorgetäuscht wird, dass ich persönlich mit euch schreibe, ja, das sind wir einfach nicht. Ja, noch einmal, für alle, die das vielleicht glauben, denken, wie auch immer, wir lassen uns sicher auf keine betrügerische, geschweige denn strafrechtliche Schiene ein, noch dazu mit solchen Dingen, Bitcoin und Krypto, wo ich sowieso einmal schon generell nie ein Freund dieser, ich sage einmal ja, Scheinwährung bin. Noch nie war und wie auch nie sei. Ja? So, wir sind ein Förderverein für Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz. Fertig. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, mit Bankgeschäften, mit Währungsgeschäften, mit Währungsberatungen und so weiter haben wir nichts zu tun. Und das ist auch aus logischer Sicht auch nicht in unseren Statuten enthalten. Da braucht man ja ganz andere Statuten. Ja? Was ich euch auch hinweisen möchte, die erste Anzeige, also das erste Auftreten dieser Fake-Profile in unserem Namen, mit unserem Logo und so weiter, spendet Krypto an Österreich und so weiter, mit unserem Herz oben, also das Logo da oben, was seht ihr, ja? Ja, das rote Herz, weißes Kreuz und weiße Hände, wird das schon seit längerem benutzt. Der erste Fall trat auf im April 2024, da haben wir bei der Polizei am 30.04.2024 pünktlich um 8 Uhr war ich dort, ja, weil ich mir gedacht, wenn die Polizisten Dienst wechseln, sollen sie aber einen Kaffee trinken, ja, und dann gehe ich hier und dann macht man die Anzeige, wurde bereits eine Anzeige erstattet. Diese Anzeige bzw. auch diese Akten liegen selbstverständlich auch bei der Staatsanwaltschaft in Eisenstadt, also im Burgenland, auf. Ja, das mussten wir machen und das werden wir auch weiterhin machen. Ja, wir haben auch diese heutigen neuen Tatsachen und Fakten natürlich selbstverständlich auch sofort an die Polizei weitergeleitet, denn wir lassen uns hier von niemandem, egal wer es ist, ob es ein Österreicher ist, wie auch immer, woher die alle sind, die ganzen Betrüger, wir wissen es ja, der Internetbetrug boomt ja in vollem Maße, ja, lassen wir uns sicher nicht beschmutzen und unseren Verein schlecht hinstellen bzw. vielleicht als betrügerische Organisation darstellen. Das kommt aber überhaupt nicht in Frage. Also bitte noch einmal, egal, auch wenn euch 100-mal jemand schreibt, oder euch Antworten gibt auf Telegram, wo steht Stolper Chris oder Stolper Christian, wie auch immer. Das bin nicht ich. Glaubt's was? Das bin ich nicht, das werde ich auch nie machen. Es hat keinen Sinn. So, ich möchte euch jetzt ein paar Sachen einblenden, ja, wie das nämlich auf Telegram aussieht. Ja. So, und zwar, ihr seht ja hier, ihr seht hier Christian Stolper und unten in blauer Schrift Stolper Chris. Also ich frage euch, wieso sollte ich jetzt in einem Buchstaben das E bei Stolper auslassen wegen was? Das ist Blödsinn. Ja? Also @Stolper
Bear Grylls wäre natürlich für diesejenige kein Problem. Denn da kommen sie wirklich auf mein richtiges, ich sage mal, auf mein richtiges Telegram, auf mein Profil. Ja? Aber Stolper, ich heiße Stolper und nicht Stolper. Also Punkt 1. Ja? Das nächste, was ich habe. Warte mal, wo sind wir denn da gerade? Also, ja, Fake 1, Fake 2 muss das langsam. Ich bin so aufgeregt, also ich bin eigentlich angefressen. Ich sage euch so, wie es ist, dass es Menschen gibt, die von anderen Personen Fake-Profile produzieren, diese in ein schlechtes Licht drücken, vielleicht sogar in eine kriminelle Schiene versuchen zu abzulagern. Und selbst irgendwo aus Ländern, egal woher, wir wissen ja, es gibt ja sehr viele, ich sage einmal, man weiß es ja, also viele wissen es, zum Beispiel Betrügereien, ja, alles was über Western Union läuft und so weiter, da muss man ja auch sehr vorsichtig sein. Ja, also bitte, mich ärgert das einfach. Ja. So, also das ist einmal das erste Bild. Und jetzt kommt das zweite Bild. So soll mein Profil-Account aussehen. Noch einmal oben Stolper Christian 2, jetzt richtig, ganz geschrieben auch, und das kleine, und da hier schon wieder, dann eine deutsche Handynummer. Leute, ich habe keine deutsche Handynummer, ich habe keinen deutschen Handyanbieter, gar nichts. Mein Handyanbieter ist A1 in Österreich und das seit Jahrzehnten. Also bitte, Schwachsinn. Ihr seht auch links neben meinem Namen in schwarz das Logo, genauso wie das Logo hier. Ja, dieses Logo da oben. Ja, wird verwendet. Dann natürlich müssen Sie ja reinschreiben, Projektgründer, ungeimpft, Blutspenden, Österreich, um natürlich den Schein zu erwecken. Ja, das ist er. Das ist der Stolper, ja, das ist er. Nein, er ist es nicht. Also, nein, unglaublich. Da zieht uns einfach jemand durch den Gagau, sagt man. Ja, aber gut, ich bin eh gut drauf für das, dass ich sehr aufgeregt bin, dass ich mich so ärgere, dass es sowas gibt. Ja, dass gerade ich auch noch Opfer werde davon. Ja. Na klar, schau, hier habt ihr einen QR-Code. Was steht da wieder drinnen? Stolper Grylls. Wenn man diesen QR-Code scannt, ich habe das probiert, kommt man auf diese Seite. Kommt man hierher. Ja. So, dann gibt es ja das nächste edle Stück. Ja, hier, ich habe dann probiert, irgendwie reinzukommen. Ich habe mir natürlich den Link nicht aufmachen getraut, denn man weiß nicht, wie das verseucht ist mit Trojanern, Viren oder wie auch immer. Das habe ich einfach gelassen. Das sollte die Polizei machen oder wie auch immer die Computerexperten bzw. die Kriminalbeamten, welche für solche Internetbetrügereien ausgebildet und auch, ja, ich sag mal, die dementsprechenden Mittel haben. Ja. Dann kommt das nächste. So, man findet natürlich auch das TTT, Trillant, ja, für überall. Also im Prinzip, wenn man auf You in Telegram geht, könnte es passieren, dass man sich hier auf dem Rechner, ja, Trojaner oder egal was einfängt. Ich habe mich da wirklich nicht getraut, aber nur, dass ihr seht, wie die Seiten aussehen. Ja. Nächste Seite, da gibt es noch eine zweite, ja, also ebenfalls nur halt in Deutsch, ja, also Informationen zu Krypto, Bullenmärkten, Signalen und Handelssystemen, Informationen und entsprechende Lösungen. Naja gut, wenn eine Betrug eine Lösung ist und man andere Leute aneckert, dann muss ich schon ganz ehrlich sagen, also ich hasse solche Menschen. Ich hasse solche Menschen. Wenn heutzutage eh schon Rezessionen herrschen, ja, Firmenpleiten vorangehen, Menschen schon kein Geld mehr haben und dann noch glauben, nur mit Bitcoin kann ich schnell reich werden und das auszunutzen, also das, ich finde es beschämend und ich finde es eine Frechheit. Und ja, das Wort, was ich jetzt sagen wollte, das denke ich mir, denn Denken ist zollfrei. So, dann haben wir das nächste Bild. So, solche, Entschuldigung, ich bin jetzt angekommen an den Tisch, aber spielt ja keine Rolle. Und zwar, es gibt auch WhatsApp-Gruppen anscheinend.
Ja, und da schaut es in etwa so aus. Ich habe das jetzt ein bisschen herausgefunden bzw. Im Internet recherchiert. Und zwar, dieses Unternehmen war immer wunderbar, seit ich es kenne und angefangen habe, hier zu investieren. Ja, das Ganze haben wir auch in unseren Gruppen, in meinen Gruppen, auf Telegram, müsst ihr euch vorstellen. Da gibt es eine Gruppe, wir verbinden Menschen. Ja, das ist meine Gruppe. Und hier kommen immer solche Sachen. Wie schnell ich die Menschen reich geworden sind mit einem minimalen Einsatz, überwiesen haben, ja, und dann sieht man 5.300 Euro für, was weiß ich, ja, nichts im Prinzip. Ja. Also ich kann euch schon eines sagen, wenn ihr auf solche Geschäfte eingeht, es ist natürlich schwierig, vielleicht gibt es auch seriöse Krypto- und Bitcoin-Händler oder Berater, wie auch immer, ja, ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren, nur ich sage immer wieder, die Betrüger, die hier am Werk sind, und das sind mehrere, und das ist eine richtige, ich sage einmal, eine richtige Bande, ja, eine Organisation, die holen sich das Geld mit der Scheibtruhe ab. Ich kann euch auch sagen, die kommen teilweise aus Ländern, da ist 5.000 Euro ja, ein 5-Jahres-Gehalt oder vielleicht sogar noch mehr. Also bitte, lasst euch auf das nicht ein. So schauen WhatsApp Nachrichten aus. Da werden sie einmal geködert, ja, mit das Unternehmen ist so super und ich habe so super investiert. Ja, und dann okay, machen sie ihre Einzahlung an die Adresse, das ist leider verpixelt. Ja, guten Tag allerseits und warten sie auf Bestätigung. Dann kriegt man zwar eine Bestätigung, nur was hilft denn diese Bestätigung? Die ist null und nichtig. Wenn das Geld einbezahlt wurde, ist es nie wieder rückgängig zu machen. Auch die Polizei tut sich schwer. Ich sage euch das ganz ehrlich, dadurch, dass wir schon die Anzeige gemacht haben, jetzt den Akt immer noch erweitern, ja, die sagen selber, wir kommen an die IP-Adressen nicht ran. Wir kommen da einfach nicht ran. Das rennt über hunderte Länder auf der ganzen Welt. Also da die Ermittlungen positiv abzuschließen, da kann ich nur sagen, ist der Erfolg eher negativ gekrönt. Ganz einfach. Ja, also da macht es ja gar keine Hoffnungen, was weg ist, ist weg. Also bitte vorher überlegen und nachdenken, recherchieren, vorsichtig sein und nicht alles anklicken. Ja. So, habe ich noch ein Bügel. Nein, das war das letzte Bild. Denn das Video soll ja nicht allzu lange sein. Ich kann nur noch einmal appellieren, bitte. Egal, auch wenn ihr unser Logo seht, wenn ihr meinen Namen lest, wenn ihr vielleicht so Schein B1 führt, die ihr, ihr wisst das ja nicht, aber die führen eine Schein-BN, ja, Privatnachricht, ja, indem man nicht im öffentlichen Raum, also sprich im Chatraum, etwas benachrichtigt bzw. eine Nachricht sendet, sondern per BN. Und dann schreibt euch der Stolper-Christ zurück oder der Stolper-Christian, wie auch immer. Ihr könnt euch zu 100% sicher sein, das bin nicht ich persönlich. Ja, also noch einmal vorsichtig sein und noch einmal MV, Mensch und Versorgung, ist für die Gesundheit, Forschung, Wissenschaft und Umweltschutz zuständig und für nichts anderes. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, schreibt mir eure Meinung. Bevor ich komplett Schluss mache, schreibt mir auch eure Meinung beziehungsweise ja, vielleicht Erfahrungen, vielleicht seid ihr auch schon einmal negativ betroffen gewesen, unter dem Video in den Kommentaren rein. Ich bedanke mich und wünsche euch alles Liebe.